Kaminski ist selbst in Bochum aufgewachsen. Und für den Stahlarbeitersohn musste die Volksschule reichen. Die Volkssternwarte ist sein persönlicher Beitrag zur Weiterbildung der Berg- und Stahlarbeiter an der Ruhr. Denn die war bis dahin nicht vorgesehen. Bildung im Ruhrgebiet, das hieß im Kaiserreich ausschließlich Volksschule. Zumindest für die einfachen Leute. Die Kinder erhielten hier jenes Quantum an Elementarbildung, das für die aufkommende Industriegesellschaft unerlässlich war. Neben Lesen, Schreiben und Rechnen wurde hier vor allem Gottesfurcht gelehrt und monarchische Gesinnung. Die Klassen waren immer überfüllt. 130 Kinder in einem Raum, üblich. Gymnasium? Hochschule? Wozu sollte das gut sein? Bergmann blieb Bergmann. Und die Söhne wurden das, was die Väter waren. Wer in eine Arbeiterfamilie hineingeboren wurde, hatte nur minimale Chancen, sich hochzuarbeiten. Der Kaiser zu Besuch bei den Bergleuten nach Grubenunglück. So heißt dieses Gemälde von 1914. Meistens aber mied Wilhelm II. Die Revierarbeiter. Sie waren ihm nicht geheuer. Und wenn sie auch noch Arbeiterbildungsvereine besuchten, fürchteten er und seine Berliner Beamten das Schlimmste. Ich würde nicht sagen, dass man Angst hatte, aber man hegte Ressentiments gegenüber einer Bildung, die man immer auch im Verdacht hatte, sie könnte revolutionär werden. Sie könnte aufsässig werden und zumal, wenn man sie sozial nicht in Kontrolle hatte. Das schienen die vielen Anarchisten und Sozialdemokraten des 19. Jahrhunderts nach gerade zu beweisen. Und daran war ja auch etwas Wahres, weil ja die Arbeiterbewegung aus der Arbeiterbildungsbewegung entstanden war. Und diese Arbeiterbildungsbewegung hatte feste Wurzeln geschlagen. Doch die Arbeiterbildungsbewegung macht aus dem Ruhrgebiet kein Pulverfass. Zwar gibt es alle paar Jahre Streiks, aber sie bewirken wenig. Es bleibt weitgehend ruhig im Revier. Und die Bildung für Bergleute und Stahlarbeiter liegt weiter brach. In der Weimarer Republik werden die ersten Volkshochschulen gegründet, doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg werden sich die Bildungschancen der Arbeiter verbessern. Dazu soll auch das kleine Observatorium auf der Schillerschule in Bochum seinen Teil beitragen. Und das ausgerechnet mit den Sternen. Um mangelnden Zuspruch müssen sich Heinz Kaminski und seine Sternenfreunde zu Beginn der 50er keine Sorgen machen. Die Schillerschule wird schnell zu klein für die vielen Besucher. Aber es gibt ein Problem. Der Himmel über der Ruhr ist tags nicht blau, nachts nicht schwarz, sondern immer nur grau. Wo oft die Sonne kaum auszumachen ist, was kann da vom Mond und von den Sternen zu sehen sein? Wenn die morgens das Fenster aufgemacht haben, dann hat so 5 mm Ruß gelegen auf dieser Fensterbank. Ne? Also da war echt Dreck gewesen. Ne? Und dann sind sie drangegangen, haben das wieder weggewischt und am nächsten Tag war genau das Gleiche. Deshalb macht sich Heinz Kaminski auf die Suche nach einem besseren Standort für sein Observatorium und nach einem Baugrundstück für sich und seine junge Familie. In den Hügeln im Süden Bochums, in Sundern, gibt es ein solches Grundstück. Es liegt weit außerhalb der Stadt. Und wo heute das große Radom steht, ist 1957 nichts als Wiese. Das wollte mein Mann nicht, weil das zu weit weg war. Fuhr ja nur alle 2 Stunden an der Bus und er war ja auch beruflich tätig. Und da kam ein Professor, aber wie der heißt, aus Hamburg. Und da ist mein Mann mit ihm rausgefahren und hat das Grundstück gezeigt. Und der sagt, wunderbar für eine Sternwarte. Und das war, da wurde das Grundstück gekauft, und weil die Sternwarte dorthin passte, wurde es gebaut. So vorher wären wir nicht hingezogen. Als wir kurz eingezogen waren, kamen mein Onkel und meine Patentante zu Besuch. Und jetzt hat er sich das Haus angesehen und da sagt er, wieso hast du keine Kacheln im Bad und in der Toilette? Ja, ich sage, so viel Geld hatten wir nicht mehr. Da sagt er, das bekommst du von mir, und gab mir das Geld dafür.
Daraufhin nahm mein Mann das Geld und hat die Kuppel im Garten gebaut. Aber Kacheln hatte ich immer noch nicht. Das Geld ist gut angelegt. Kaminski baut die Kuppeln zur rechten Zeit. 1957 wird zum Internationalen Geophysikalischen Jahr ausgerufen. Alle Welt erwartet den Start des ersten künstlichen Satelliten und glaubt, dass die Amerikaner das Rennen machen. Doch es kommt anders. Am 4. Oktober 1957 schicken die Sowjets Sputnik ins All. Am Tag der Taufe von Kaminskis jüngster Tochter. Wir kamen aus der Kirche und da kam die Nachricht, das Telefon ging, dass der Sputnik der erste gestartet worden ist. Und daraufhin war natürlich die Feier beendet. Es wurde so ungemütlich bei uns, dass alle nach Hause gingen. Die Gäste konnten dann das Haus verlassen, beziehungsweise mussten das Haus verlassen, weil plötzlich keine Taufe mehr angesagt war, sondern Sputnik-Empfang. Und das bedeutete, dass die Presse kam, dass das Fernsehen kam und da war nichts mehr von Taufe zu hören, sondern nur noch von Sputnik. Tage ging das. Und die Mitarbeiter von meinem Vater, also noch freie Mitarbeiter damals, nannten mich dann direkt Sputnik. Quasi als getauft als Sputnik dann. Der Sputnik reist am Himmel, aber Bochum kann ihn nicht sehen. Wie üblich hatten wir natürlich im Ruhrgebiet starke Bewölkung. Die Fernrohre wurden zugedeckt und man fing an, das herauszuholen, was man rausholen konnte. Und da der Sputnik Funksignale aussenden sollte, wollte man auch diese Funksignale hier in Bochum empfangen. Und das versuchte man dann hier in den Morgenstunden am 5. Oktober 1957. Denn Heinz Kaminski war im Krieg Marinefunker und richtet jetzt im Einkochkeller seines Hauses eine Empfangsstation ein. Was ihm aber fehlt, ist eine vernünftige Antenne. Am 4. Oktober 1957, abends zu später Stunde, ich lag also schon im Bett, habe tief geschlafen, hat mich mein Vater wachgerüttelt und hat dann berichtet, Telefonat in Bochum-Sundern braucht man also unbedingt drei kletterfreudige, möglichst leichte junge Kerlchen, so eben in meinem Alter, 12 Jahre. Wir müssen eine Antenne bauen für den ersten Satellitenstart. Und so machen sich Vater und Sohn Menze auf nach Bochum-Sundern, mitten in der Nacht, zusammen mit zwei Schulkameraden. Ein Abenteuer für die Jungen. Ja, wir kamen um Mitternacht etwa, 1 Uhr morgens hier am 5. Oktober hier an, total einsame Gegend. Und das war also für uns unwahrscheinlich spannend. Wir sollten eine Antenne legen. Die drei Buben bekamen also Drähte in die Hand. Hier, wie ich hier noch eine alte Rolle gefunden habe. Und wir sollten diese Drähte nun von dem Wohnhaus vom Herrn Kaminski im Hintergrund hier, jetzt total eingewachsen, damals aber ein einsam freistehendes Haus, wo es also nur dieses Wohnhaus und wo es nur die Masten gab. Und von dort aus sollten wir also diese Drähte dann zu den Masten spannen. Und einen dieser Masten steht also noch hier. Und wir mussten also hinaufklettern und den Draht also befestigen in der Höhe. Das ging bis zum Morgengrauen. Also langsam zog die Dämmerung dann auf. Und dann waren wir fertig und hatten also die gesamte Antenne gespannt. Und jetzt war die Frage eben, gibt es ein Signal? Können wir eins empfangen oder nicht? Und dann mussten wir aber leider abfahren. Vater musste arbeiten. Und das Signal habe ich hier nicht mehr gehört.